Jaska, 19. Platz heute. Wie hast du dein Rennen gefahren und erfahren? Bin am Start eigentlich ganz gut weggekommen und zwischendurch beim Rennen war ich halt auf Platz 14. War dann in der Gruppe, technisch war es halt wieder richtig gut, aber hier das Stück Matsch vorm Ziel, das hat mir halt immer den Zahn gezogen, da sind wieder alle vorbeigefahren. Und ja, dann bin ich wieder auf 19 zurückgefallen und am Ende, also es ist meine erste Top-20-Platzierung, eigentlich sollte ich richtig zufrieden sein, aber es ist halt ein bisschen schade, weil es wäre ein bisschen mehr drin gewesen, die Kraft hat einfach ein bisschen gefehlt. Ja, du warst auf die 14. Platz und 19 wirst du? Ja. Da ist noch was drin. Ja, also vielleicht schaffe ich es ja nochmal unter die Top 15 zu kommen diese Saison. Das wäre auf jeden Fall mal ein gutes Ziel für mich. Dein nächstes großes Rennen ist? In Bensheim, dann C2-Rennen. Zählt zum Deutschland Cup, also unsere Deutschland-Serie. Ja, und die nächste World Cup? Namen? Solach? Namur fahre ich auf jeden Fall. Ja, Namur, okay. Ja. Viel Erfolg in Namur und wir sehen uns vielleicht. Dankeschön.